Hallo Leute und herzlich willkommen zu Fernbus aka Flixbus Simulator. Wir müssen jetzt hier ganz kurz. Wieso sind wir denn schon am Dings gespawnt? Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt scheinbar schon hier gespawnt. Das ist aber nicht so schlecht, denn wir werden heute die Route versuchen zu fahren, wo wir letztes Mal so ein bisschen Probleme hatten, sage ich mal. Ich glaube, wir fahren nach Frankfurt, ja? Stimmt scheinbar, ja. Wie gesagt, also ich versuche diese Strecke nochmal zu fahren, in der Hoffnung, dass es diesmal vielleicht etwas besser läuft tatsächlich als letztes Mal. Da sind wir ja so ein bisschen auf der Leinplanke aufgebockt. Alter, Lord, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich habe mich ja wieder gar nicht geachtet, ey. Das ist natürlich ungünstig. So, oh nee, warte, sie haben mir noch nicht eingecheckt. Ich wollte gerade sagen, wir haben alle eingecheckt, aber... Da huben hier, Mann. Wie mache ich das zu? Egal, das wird schon wohl selber irgendwie passieren. Kann ich jetzt... Schließe die Gepäck... Okay. Mache ich die zu. Linke Maustaste. Was passiert? Man kann springen. Wieso kann man springen in diesem Spiel? Es funktioniert halt nicht. Linke Maustaste. Mann, ey, wieso kann es nicht einfach funktionieren, Mann? Scheiße. Wir huben jetzt hier, warte mal. Ah, das geht automatisch zu. Ja, das ist ja ganz praktisch, scheinbar. Ja gut, dann können wir ja fahren. Hätten wir das auch geklärt. Ja, wir fahren heute scheinbar wieder nach Frankfurt. Hoffe ich zumindest heute. Oh Gott. Genau, das ist nämlich der triftige Grund. Ich hoffe, wir sind alle dabei, Leute. Ich bin am heutigen Tag im Busfahrer, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Wir geben hier auf jeden Fall ordentlich Vollgas. Schön 63, 65 in der 50er-Zone. Ist ja egal. Und ich weiß noch... Bremsen. Boah. Ja, hab fast gereicht vom Haltepunkt. Ich warte mal weiter, wir sehen ja, ich sehe ja die Ampel eh nicht mehr. Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Irgendwas nehme ich die ganze Zeit mit, ich weiß nicht was. Wir fahren jetzt direkt auf die Autobahn, ist eigentlich das Ziel. Wieso höre ich die ganze Zeit? Hä? Ich mach gar nichts. Wir fahren jetzt auf jeden Fall diesmal auf die Autobahn und versuchen mal... Ja, scheinbar, ich muss das, hab's auch nicht gemerkt. Und wir versuchen, wie gesagt, mal hier... Oh Gott, ich muss hier rüber, Entschuldigung. Danke, danke, ja, danke. So, sind wir auch schon fast auf der Autobahn drauf. Wir müssen auf die Autobahn und müssen nach Frankfurt. Das ist das Ziel des heutigen, der heutigen Fahrt. Und zwar hat das ja letztes Mal nicht so gut geklappt. Wie gesagt, wir sind auf der Leitplanke gelandet. Wird sich heute aber alles ändern. Wir werden heute viel besser fahren. Und ja, ich hoffe, uns wird kein Malheur passieren. Alter, oh mein Gott. Das war ja übel knapp, eher muss man ja richtig auf. Oh nee, Baustelle. Ist es Baustelle? Nee, einfach Ausrufezeichen. 100? Ja, wir fahren 100. Chillig. 80, 60. Egal. Oh Gott, da war die Polizei, Alter. Müssen wir noch aufpassen hier. Ich hoffe, man versteht mich übrigens gut, weil das ist hier immer so ein bisschen. Alter. Ja, mein Gott, ich habe auch nur Probleme, ey. Ah, oh, Basel, Freiburg, okay. Alter, was macht der denn? Zieht hier einfach rüber. Ich war auch noch hier, Mann. Ich muss jetzt auch rüber. Halt Spur wechseln. Tut mir leid. Alter, er drängt mich. Nein, bitte nicht. Oh. Ja, das war ein Bus. Aua. Alter, was? Wie ist das denn schon wieder passiert? Ja, nee, also, oh, ich bin draußen. Oh, scheiße, Mann. Hilfe, ich hab, irgendwie ist jetzt mein Handy immer da. Ich kann es nicht mehr wegmachen. Es geht nicht. Mann, es hat ein Autosave gemacht. Kann ich das laden? Ja, möchte ich laden, ja. Oh, ich muss jetzt nochmal anfangen. Oh. So Leute, wir sind jetzt wieder hier. Hier ist es passiert.
Und aber nicht nochmal. Oh Gott, tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh. Ja, und? Ja, wir sind auf jeden Fall gut durchgekommen, dafür jemand anderes nicht. Naja, es, ja, trifft halt mal jeden. Aber diesmal hat es uns nicht erwischt. Diesmal ist alles gut gegangen, Anna. Stuttgart ist auch schon angeschrieben. Müssen wir jetzt hier runter? Achtung, LKW, ich könnte gleich einfach rüberziehen. Ja, muss ich. Nee, muss ich? Nee. Nee, nee, ich muss geradeaus. Okay, alles chill. Ja, dann fahre ich mal weiter. Och, ich... Hä? Ich fahre 102. Ich werde geblitzt. Bitte. Keine Ahnung, wie das gerade wieder passiert ist, aber irgendwie... Wahrscheinlich safe der Grüne hier. Der fährt auch viel zu schnell. Wie kann der denn nicht geblitzt werden? Und ich schon. Stopp, Polizei. Oh. Scheiße. Scheiße, die wissen ja jetzt, dass ich geblitzt wurde. Was ist denn mit ihm los? Alter. Das ist natürlich ein bisschen unpassend. Vor der Polizeikontrolle. Hier so ein bisschen am Faxen machen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier drüben ist ja die Tankstelle. Oh, da vorne ist die Polizei. Vielleicht nicht so schnell. Oh Gott, ich fahre 70. Ja, guten Tag, hallo. Führerschein? Habe ich. Fahrzeugschein? Habe ich. Licht? Habe ich natürlich. Warndreieck habe ich natürlich auch und die Weste auch. Angeschnallte Fahrgäste, alle Tachograph. Was ist das denn? Kann man irgendwas von dem verkacken? Okay, das Licht vielleicht. Aber das Licht habe ich auch nicht eingeschaltet, das war ja automatisch. Ja, ist ja nichts passiert, Alter. Alles gut. Alter, das ist eine fette City. Ich glaube, das ist Frankfurt, oder? Oh, ich muss da rüber. Lastwagen, mach Platz bitte. Alles gut, alles gut. Genau. Seht ihr, hat sich super geklappt. Hier die Ausfahrt direkt gefunden. Jetzt hier auch direkt. Ah, ne, das hier ist jetzt die Ausfahrt. Das andere geht weiter zum Airport. Aber alles ist gut. Die wollen scheinbar nicht in den Flieger, sondern keine Ahnung wohin. Halt nach Frankfurt, obviously. Haben Sie es so eilig? Sie haben es eilig, nicht ich. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh Gott, Alter. Nein, das Schild. So, wir müssen hier wieder rüber. Ne, wir müssen noch gar nicht rüber. Natürlich. Oh doch. Ach du gelbes Auto. Oh Gott, Alter. Tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Wir haben gerade ein bisschen... Oh Gott, Alter. Nein, nicht schon wieder. Nicht kurz vor Schluss. Das können wir nicht antun. Wir haben es überlebt, Leute. Wir blinken jetzt sogar. Wir gehen jetzt wieder rein. Uff, das war gerade nochmal kritisch, Alter. Kurz vor Schluss noch fast nochmal umgekippt. Das wäre so das... Alter, wäre so das letzte gewesen, was ich noch hätte brauchen können, Alter. So. Dann bist du. Oh Gott. Kurze Chill mir genommen. Oh, kurze Rot zählt für uns nicht. Komm, fahr. Fahr oder. Mein Gott, Alter. So, oh Gott, Rot. Eieiei. Nein. Ja, so. Och, Mann, Alter. Oh, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Oh, bitte nicht, ey. Alter. Junge. Er rammt uns komplett um. Ich muss mal... Alter, scheiße. Aber perfekt einparkiert eigentlich. Oh mein Gott, Leute, das Zurücksetzen hat geklappt. Wir müssen zwar hier ganz kurz wenden bei der Tankstelle, aber... Oh mein Gott, es hat geklappt. Hä, wieso? Wir sind doch... Oh Gott. Ey, ist aber auch alles im Weg hier. Und jetzt können wir auch mal... Oh Gott, das ist ein Megastau. So, jetzt fahr... Alter, scheiße. Ja, eigentlich müsste ich jetzt halten. Aber egal. So, ich glaube, wir haben es bald geschafft. Alter, fahr doch... Alter, wie alle immer stehen bleiben. Ich muss die Bremsen. Achtung! Alter, was kommt denn? Ah gut, jetzt war eigentlich ich auf seiner Seite. Oh, Baum. Oh, gut geklappt. Alles gut. Fahr. Oh Gott. Es ist so Chaos. Alter, ich habe legitim. Alter, wie viel Polizei ist denn hier? Können Sie. Ich muss mich vielleicht ein bisschen besser verhalten. Jetzt mal hinter der Polizei. Haben Sie es, Alter? Oh! Polizei kann doch nicht einfach so ein Vollbremsen machen, Alter. Das kann ich ja niemals halten als Bus. Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Was? Sonntagsfahrer! Ich muss hier kurz einmal wieder rüber. Oder so. Ja, die musste eh weg. Das wusste ich. So, Vortritt. Oh, hallo Polizei. Ich muss hier ein bisschen ausholen. Ja. Ja, wir sind schon da, ne? Könnt ihr mich endlich loswerden, Leute. Tschüssi. Ihr habt ja doch schon... Seid ihr hier schon am Sitzen? Ne, muss er. Ach, hier. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Empfiehlt mich unbedingt weiter als bester Busfahrer der Welt. Geht's jetzt mit den Klappen?
Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Die Leute sind jetzt auf jeden Fall traumatisiert. Ich hoffe es ihr nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!